hielt einen sehr giftigen Blick zurück. Es hat sich so zugetragen, dass wir mit Hilfe des Horns, des Herrn der Fluten, die Arche und alle Kreaturen auf ihr, auf alle verdorbenen Kreaturen auf ihr, in einen Lehmschlaf geschickt haben. Die Zeit haben wir genutzt, um uns die Arche anzueignen. Ei, das wohl. Wie viel würdet ihr denn bieten, Milota Zirkewist? Ragnar! Nun, wir... Seid ihr denn befugt zu handeln? Sie schaut Ragnar. Nun, ich wäre auf jeden Fall der Schatzmeister dieser Expedition. Und ob wir die Dämonenarche nun behalten oder nicht, das haben wir intern noch nicht besprochen. Allerdings sollte man sich alle Optionen offen halten. Arbert, der rangigste Mann beim Entern der Arche ist Herr Jarlan von Schnattermoor. Er fungiert als Kapitän derzeit. Er ist der Kapitän. Ich sorge dafür, dass der bunt zusammengewürfelte Haufen, mit dem wir das Ding genommen haben, sich nicht gegenseitig die Kehle herausreißt, meint er damit. Vanyasha Kaljensen steht auf, Meisterin der Brandung. Wir haben bereits einige Gerüchte aus Valusa gehört. Das Horn wurde geblasen, einige Flüchtlinge sind zu uns schon vorgedrungen. Das war vor wenigen Tagen. Und seitdem seid ihr auf der Hohen See? Korrekt. Ragnar, du schaust so ein bisschen auf die Frau Milota Zirkewitz und kannst sehen, wie der Alchemist neben ihr ein kleines Schildchen mit einer Karte hochhält, 10.000 Fragezeichen. Milota wird das sehen, schreibt kurz selber ein bisschen was und wird dann 20.000 draufschreiben. Würdest du mit dem Finger nach oben zeigen? Mhm. Ja, also das Spielchen geht weiter, Arbeit wird so ein bisschen durchstreichen, rumkriegeln. Irgendwann steht 50.000 drauf. Milota wird erhöhen auf 60.000. Das Spielchen geht ein bisschen weiter. Sehr schön. Ja, Ragnar amüsiert sich daran und schaut den beiden dabei zu. Ihr scheint den Ernst der Lage nicht zu verstehen. Diese Arche. Der Feind will sie wieder haben. Und er hat alle seine Archen mobilisiert, um sie zurückzubekommen. Vorerst konnten wir sie abhängen, aber... Was heißt alle Archen? Wie viele gibt es denn? Sind es 9, Ragnar? Wie viele hast du gesehen? Uff, das weiß ich gerade auswendig gar nicht. Das waren. An Bord der Archen scheint es in der Regel einen Gegenstand zu geben, mit dem die Kapitäne kommunizieren können. 11 Stück gibt es. Diesen Gegenstand haben wir versehentlich. Wie würde man sagen, aktiviert. Wir haben uns ihm schnell entledigt, aber nun in dem Moment haben die Kapitäne die anderen erfahren, dass wir die Kontrolle über die Spinne erlangt haben. Es ist eine der Archen mit den Beinen, wie sie diese Kriechtiere haben, die Netze spannen. Es scheint sich auch um die Arche zu handeln, die vor Nersand bereits gesichtet wurde, die dort in den Strudel hinuntergegangen, gewandelt oder getaucht ist. Also Ragnar würde dann nochmal sagen, es gibt insgesamt außer der Gezeitenspinne 9, gesagt hat. Wird alles notiert. Und warum seid ihr hier angelaufen im Bornland? Wir brauchen Nahrung, wir brauchen Munition, wir brauchen Ruhe. Wir brauchen Männer. Kommen noch dazu. Wir haben hier keine Nahrung. Ihr seht doch, wie die Stadt hungert. Nahrung nicht, aber ihr scheint ja wie die Verrückten Geld zu bieten. Ja, ihr könnt auch mal eine Menschenkenntnisprobe machen. Wir hatten das gerade gesagt, dass wir keine Nahrung haben. Arvid. Ja, der hat auf jeden Fall Nahrung. Ragnar, du erkennst, das ist offensichtlich gelogen. Also, die haben nicht nur Geld, die haben auch Essen. Ah, gut. Alle, wie sie hier sitzen. Also, dass der Rat was zu essen haben wird, das ist mir schon klar. Ich wollte es nur noch einmal gesagt haben. Alles klar. Könntet ihr denn bezahlen, wenn ihr nach Essen, nach Munition fordert? Erholung können wir euch ebenso bieten, aber auch das kostet. Wir haben auf der Arche ein Vermögen.
dass wir gewillt wären, gegen Essen, Leute und Bewaffnung einzutauschen. Ein Vermögen? Ein Vermögen, das ihr in Besitznahme, dessen Besitz ihr ebenso habt? Natürlich. Wahrscheinlich Piratengold. Es ist völlig egal, woher es kommt. Jetzt dient es dem Reich und dem Wohlergehen seiner Bewohner. Man sollte meinen, ihr würdet das Gleiche tun und hier freundlich mithelfen wollen, die Arche zu nutzen, den Feind ins Herz zu stoßen. Aber ihr wollt ja auch nur euren Profit daraus schlagen. Ich bin mir ziemlich sicher, wir sind nicht hier, weil ihr uns Munition und Nahrung verkaufen wollt. Nun, also, wir verkaufen selbstverständlich Munition, wenn ihr welche haben wollt, aber bezahlen müsst ihr sie trotzdem, wir haben nichts zu verschenken. Natürlich nicht, aber, wie ich bereits sagte, deshalb sind wir jetzt gerade vermutlich nicht hier im Saal. Habt ihr denn Schiffe? Ihr glaubt doch nicht wirklich, dass ihr eine Dämonenarche bemannen könnt. Wir glauben es nicht nur, wir tun es sogar. So eine Arche, sie benötigt keine reguläre Crew, um zu fahren. Sie kann befehligt werden. Das Wissen, wie so eine Arche funktioniert, wir konnten es noch nicht ergründen. Wir hatten gehofft, dass einige Kollegen des werten Magister Brindigian sich ihm und seinen Nachforschungen anschließen könnten. Sofern sie gewillt sind, das ist natürlich kein Zuckerschlecken, höchst gefährlich und bezahlen werden wir sie auch nicht, aber eine einmalige Gelegenheit, um etwas über den Feind zu erfahren. Ich habe eure Stadt gesehen, eure Häfen. Hier fährt nur noch wenig aus. Sollte doch im Interesse aller sein, das Leben wieder zurückzubringen, hier in diese Stadt. Das wohl. Ich sage, wir kapern die Arche und reißen damit die Pforten ein. Wir? Er schlägt mit seiner Faust auf den Tisch. Ei, wir, das wohl. Ihr wollt eine Arche kapern. Ei, sie liegt doch wohl irgendwo vor Anker. Wie seid ihr sonst hierher gekommen? Vielleicht sind wir ja geschwommen. Wir bemannen sie. Und dann jagen wir die ganzen Dämonen wieder zurück in die Hölle. So war ich der Sohn von Ingrid bin. Dem Launhaften würde gefallen, was ihr da sagt. Aber halt deinen Maul! Habt ihr schon konkrete Pläne? Wie war das? Ich sag, du sollst deinen Maul halten. Launhafter, Swafnir, nichts Effert. Du kannst sehen, wie die Effert-Geweihte einfach nur mit dem Kopf schüttelt. So ein bisschen entschuldigend. Effert aus, zieht die Nüstern hoch. Wenn die Flüsse nicht in die gleiche Richtung fließen, wie soll man dann einem Strom wie der blutigen See begegnen? Nun, Dagoneth äußert sich jetzt einmal, die Magierin. Ich denke, dies ist eine äußerst vertrackte Situation. Ihr sagt, ihr beherrscht, kontrolliert, besitzt diese Arche. Kann sie gefahrlos betreten werden? Wenn ihr sagt, dass ihr Spezialisten anwerben wollt, Munition, kann man sich darauf umherbewegen. Wir haben bereits einige Gerüchte gehört, aber es gibt keine gesicherten Fakten über solche Wesenheiten, solche Daimonide. Nun, es scheint auf jeder Arche so etwas wie einen Kapitän zu geben und dann noch zwei arme Seelen, die dazu verdammt wurden, als Steuermänner, Steuerfrauen zu agieren. Nein, meine Frage war, kann man sich auf ihr gefahrlos bewegen? Nun, wenn man Teil der Crew ist, auf der Seite des Kapitäns steht, dann wohl. Wer entscheidet das?
Das Schiff oder der Kapitän? Derjenige, der mit den Steuerfrauen redet. Sie scheint verwirrt. Die Arche zu betreten ist genauso gefahrlos, wie einem gut dressierten Hund die Hand ins Maul zu legen. Macht daraus, was ihr wollt. Das ist zumindest ein Vergleich, mit dem ich etwas anfangen kann. Wie gut dressiert ist denn dieser Hund? Dann reden wir weiter in Metaphern. Kann man diesem Hund ein Halsband umlegen, eine Leine, einen Maulkorb? Man kann ihm drohen. Doch wohl weniger ein Hund als ein Hai in der blutigen See. Wir selbst waren auch erst seit nun einer Nacht auf dem Schiff. Mehr kann man da noch nicht sagen. Sie schaut mal in Richtung der anderen Geweihten. Die Priorskirche Nadjesha sieht verärgert aus. Die Effort-Geweihte sieht verärgert aus. Das liegt wohl aber eher daran, dass sich der Swafnir-Geweihte nicht wirklich zurückhalten kann. Der Swafnir-Geweihte sieht abenteuerlustig aus. Fir'Unla sagt, dass eine Jagd niemals unfair sein darf. Fir'Unla sagt, die Wahl der Waffen ist entscheidend. Aber Fir'Unla weiß, dass ein Bogen mit einem Pfeil zwar Menschen töten kann, aber Fir'Unla weiß, dass der Mensch entscheidet, wer diesen Pfeil abschießt, wen er töten soll. Der Pfeil ist nicht böse, sagt Fir'Unla. Der Pfeil flüstert den Leuten, die ihn führen, auch keine Gedanken ein. Ich glaube, was sie meint, ist, dass, wenn man diese Arche befehligt, man mit ihr nur eines machen kann. Andere Archen jagen. Das sollten wir tun, wenn ihr mich fragt. Also gut, ich bin gewillt. Arvid steht noch einmal wieder auf, lässt seine Knöchelchen wieder knacken. Ich bin gewillt, für ein paar Prozente euch die Kanonen umsonst zu stellen. Sagen wir 20%. 20%, diese Arche, das muss euch klar sein, wird schlussendlich zerstört werden. Entweder im Kampf oder wenn wir siegreich waren, wird sie versenkt werden. Nun, dann sollten wir doch am ersten ein paar Gewinne herausschlagen, bevor wir sie vernichten, nicht wahr? Wir schachern nicht mit dem Kriegsgerät des Reiches. Und wir werden uns nicht dem Reich. Sie dient ihm, so wie ich ihm diene. Wir werden uns nicht darauf einlassen, euren persönlichen, habgierigen Geschäften zu dienen, wenn wir da draußen sein könnten und Piraten töten. 18%. Nein, Piraten töten. Ah, jetzt hört auf mit euren Prozenten. 15%. Ihr könnt etwas beisteuern und dann... Ich gebe euch die Kanonen für 14%. Jetzt hört einmal, ja, dann tritt mittlerweile in die Mitte hinein. Ich glaube, ihr wisst nicht ganz, warum wir alle hier sind. Wir sind nicht hier, um zu schachern und nicht, um von euch Befehle oder Vorschläge entgegenzunehmen. Wir sind hier aus reiner Höflichkeit euch gegenüber. Wenn ihr nichts mehr wissen wollt, nichts mehr zu sagen habt, werden wir gehen. 2%. 5 Rotzen, 2%. Gemacht. Nein. Komplette Bewaffnung. 2%. Wie hoch schätzt ihr denn euren Wert ein? Haltet euren Maul, Arvid! Wer hat das gesagt? Swafnir-Geweihte. In Rondras Namen, wenn ihr dabei helfen wollt, die Feinde der Götter zu töten, zu vernichten, in die Ecke zu treiben, dann tut etwas! Ah, ansonsten ich bin dabei! Haltet euren verdammten Mund und verzieht euch wieder! Hasswolf schlägt auf den Tisch ein und kann sehen, wie die... Ja, das Holz so ein bisschen in die Brüche geht. Ich bin dabei. Abenteuer. Herzlichen Glückwunsch, ihr seid gern an Bord willkommen.
Bringen wir doch etwas Ruhe wieder hinein. Die Magistra Dagonev äußert sich wieder. Wir sollten das Ganze langsam und vorsichtig angehen. Wenn wir wieder in dieser Metapher sprechen, damit das alle verstehen, ich vermute, dass einige sehr einfach sind. Was haltet ihr davon, wenn wir diesen Hund weiter dressieren und ihm versuchen, erstmal nur einen Finger in den Hals zu stecken, bis wir ihm dann eine ganze Hand einlegen können? Wenn das klappt, das heißt, wenn wir wissen, wie diese Archen funktionieren, dann können wir ihn auf andere Leute hetzen. Was ich damit sagen möchte, wie operiert dieses Schiff? Finden wir etwas heraus? Schicken wir eine kleine Bemannung mit, die dann sicher ist, durch den Kapitän geschützt? Und machen wir einige Experimente im Trockenen? Meine Rede. Die Möglichkeit. Im Trockenen? War das auch eine Metapher? Wir sollten zurück mit dir aufs See. Dort ist sehr effizient. Nichtsdestotrotz stimme ich der gelehrten Frau zu. Die Möglichkeiten und Fallstricke der Arche zu erkunden sollte unser nächstes Ziel sein. Ja. Ja, dann sollten wir noch den Vater der Pyreniane über ihren Verbleib informieren. Natürlich, aber der ist in Gareth. Ah, okay. Wir werden unsere Kontakte darauf ansetzen. Da habe ich doch schon mit unserem Kontaktmann geredet. Sehr gut, Ragnar. Immer einen Schritt voraus. Also gut, ich bin bereit, einige der fertigen Magister, Magier, sowohl Minor als auch Major zu fragen. Vielleicht einige Akoluten, sie blickt einmal zu den Geweihten. Stellen wir sowas wie eine kleine Besatzung zusammen, beziehungsweise nicht Besatzung, sondern ein Inspektionsteam, was sich die Arche besieht. Und dann können wir mit den Neuigkeiten, dem wir etwas herausgefunden haben, weiterarbeiten. Sofern möglich sollen sie Räume auf der Arche bekommen. Ich nehme an, diese Art von Besatzung wird von euch bezahlt und nicht von uns, da sie ja für euch im Endeffekt arbeiten und nicht für uns. Ich bin beileibe keiner, der feilscht. Aber wenn wir unsere Männer und Frauen unbezahlt auf die Arche schicken, dann gehören die Erkenntnisse auch uns. Solange jeder sie mit uns teilt, damit wir sie mit der Arche, die uns gehört, ausführen können, wäre das nicht schlecht. 50% von der anderen Seite, Arvid. Jetzt haltet euer Maul! So hat noch niemand mit mir geredet. Dann wird's wohl langsam mal Zeit. Ich komm gleich darüber und gebe euch eine. Das werde Bauernpack! Händlergesocks! Das werde ich meiner Familie erzählen. Tut das! Kriegt wieder neuer Konto! Jalan, wir sind hier nicht auf dem Schiff. Ich flüster Jalan mal zu, du hast gerade die mächtigste Händlerfamilie in Aventurien verärgert. Das ist mir egal! Na dann. Wer den Kampf gegen die Heptarchen nicht führen will, der hat hier nichts verloren. Der Mann will nur Geld verdienen. Dann habe ich allerdings noch eine Frage. Wenn du jetzt heute Abend erdolcht in deinem Zimmer gefunden wirst, wer wird der nächste Captain? Der mich rächt natürlich. Alles klar. Ich also nicht. Himmels Willen. Also gut, ich hole ein großes Fass Met und dann treffen wir uns am Ausgang der Stadt. Sagt einfach Bescheid. Met werde ich hier noch auftreiben. Pass Wolf ab. Der Mann ist nach meinem Geschmack. Firunla kann nicht entscheiden für Firun Tempel. Firunla sagt, Waffen töten Menschen. Menschen töten mit Waffen, aber wenn Waffe böse, wenn Kampf unfair, dann Firunla nicht gut. Firunla sich nicht sicher.
Firunla keine Akoluten schicken. Und ihr seid doch sicherlich auch daran interessiert, dass Festum wieder aus dem Süden mit Nahrung versorgt werden kann, nicht wahr? Dies lässt sich nur sicherstellen, wenn die blutige See von ihren Ungeheuern gesäubert wird. Helft ihr uns, helft ihr der Stadt. Firunla werden in Firun Tempel fragen. Wenn freiwillig jemand mitgeht. Firunla fragen Goblins. Das war wohl offensichtlich eine Frage, so wie ihre Stimme am Ende hochging. Fragt jeden, der Lust haben könnte, uns in dieser zum Ziel, die blutige See sicherer zu machen, unterstützen möchte. Feinde der Götter bekämpft, dem werden sie und ihre Diener auch die Tür nicht zuschlagen. Wir unlagieren Fragen. Nun, Arbert, der zweite von Bollstedt, äußert sich wieder. Nun, da mein Konkurrent aus dem Bilde ist und ich vermute, dass ihr einige Akoluten von der Akademie bekommt, er deutet damit rüber auf den anderen Tisch, auf der anderen Seite, könnt ihr doch sicherlich mit dem roten Salamander und deren spagyrischen Heiltränken einiges anfangen. Gehen wir davon aus, dass ihr verletzt werdet in solch einem Kampf, dann werden wir euch sicherlich einige gute Tränke jeglicher Art zur Verfügung stellen können. Und da muss ich leider meinem Kollegen recht geben, das können wir leider nicht umsonst machen. Wir haben Kosten. Wenn ihr wüsstet, wie teuer die Beschaffung von einigen alchemistischen Gegenständen ist, ein Graus, ein absoluter Graus. Wir können Werbung für eure Gilde machen. Wir könnten zum Beispiel sagen, dass wir diese Heiltränke und dass wir die blutige See nur befrieden konnten, da uns der rote Salamander unterstützt hat. Nun, die Heiltränke an sich sind unglaublich teuer. Wir würden uns damit in Unkosten stürzen, die mit keiner Werbung wieder rauszuholen wären. Aber das denke ich doch schon. Wenn jeder Abenteurer in ganz Aventurien von nun an nur noch bei euch kauft. Jeder kauft bei uns. Das tut er jetzt schon. Jeder weiß, wie hoch die Qualität der Tränke von uns ist. Deswegen haben wir auch Niederlassungen überall. Was unser Schatzmeister damit vermutlich sagen möchte, ist, dass wir selbstverständlich nur begrenzte Mittel haben und dankbar wären. Wo wir natürlich bereit sind, für gute Arbeit auch gutes Gold zu zahlen, wenn ihr uns einen kleinen Nachlass gewähren könntet. Einen Nachlass? Natürlich, bei vielen Tränken, die ihr kauft, werdet ihr auch viel Nachlass bekommen. Ihr könnt aber auch sagen, dass ihr stete Lieferung haben wollt, also sagen wir einmal im Monat 100 Tränke oder ihr wolltet nur einmal 1000 Tränke haben. All das lässt sich einrichten. Wir können da sicherlich über Transportwege nachdenken. Das sind doch nur kleine Schachereien hier. Kann mir irgendjemand sagen, was es mit diesem Strudel von Nersand auf sich hat? Dort, wo die Spinne runtergegangen ist? Vanyasha, die Meisterin der Brandung. Selbstverständlich kann ich das. Der Strudel ist ein Heiligtum der Effertkirche. Dort unten befindet sich ein Wächter. Der wird wohl von Zeit zu Zeit angegriffen. Die Geweihten in Nersand selber berichten oft davon, dass sich dort einige Archen verschiedener Couleur dort aufhalten und versuchen, diesen Alvaranjar anzugreifen, aber sie werden jedes Mal wieder vertrieben. Wenn ihr dort etwas mehr wissen wollt, müsstet ihr allerdings mit Koi Valsarev und Jesidoro von Sylfur reden. Sie sind die Tempelvorsteher. In Nersand. Das ist richtig, in Nersand. Es ist allerdings verboten, in den Nähe hinabzutauchen, das nur einmal als Warnung. Klingt auf jeden Fall wie ein Ort, wo wir den Archen auflauern könnten. Warum ist es denn? Verzeiht. Eine letzte Frage. Was weiß man, was dieser Wächter bewacht? Weshalb die Anderswältigen so ein großes Interesse an ihm haben? Nun, selbst wenn wir das wüssten, wäre es geheim.
Verzeiht, auch wenn ihr der Kirche selbst nahe steht, beziehungsweise ihr angehört, so werden wir dies A nicht in dieser Runde besprechen und auch B, für euch wäre dieses Wissen nicht zugänglich, verzeiht. Warum genau ist es denn nun verboten, den näher hinabzutauchen? Es ist verboten. Nehmt es hin. Eine Keimerei. Solltet ihr es wagen, dort hinabzutauchen, wird die Effertkirche euch verstoßen. Und das ist auf der blutigen See sicherlich keine gute Idee. Ich sage, wir vernichten es. Diese Arche. Das sagt gerade die Meisterin im Brandung, ja? Richtig, Banyasch. Euer Ehrwürden. Ja, dann wendet sich an Nadjesha von der Brandungskirche. Ja. Ihr habt bislang eure Gedanken noch nicht abgegeben. Was denkt ihr? Nun, meine Gedanken, die sollten doch relativ klar sein. Wir dürfen nicht zu dem werden, was wir versuchen zu bekämpfen. Wir müssen diese Arche vernichten und das früher als später. Gerade wenn ihr sagt, dass sie mit euch spielt, mit euch flüstert, dass ihr diesem ausgesetzt seid und dass es sogar sein kann, dass sie deutet wahllos auf euch, bleibt dann bei Alphadario stehen, versucht werdet. Das ist etwas, was auf gar keinen Fall passieren kann, darf, soll. Eure unsterbliche Seele ist in Gefahr und dieses Risiko einzugehen ist etwas, was ich nicht provozieren möchte. Ich bin also klipp und klar dagegen. Aber ist es nicht gleichzeitig auch unsere heilige Pflicht, die Schöpfung der Götter zu bewahren und ihre Feinde zu bekämpfen, so wie sie sehen? Mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Das heißt, ihr beschwört Dämonen, um diesen Kampf zu führen? Ihr erweckt die Toten, um diesen Kampf zu führen, dann könnten wir uns auch gleich wieder in die dunklen bosbaranianischen Jahre begeben, die dunklen Zeiten. Das tat Fran Horas, der Blutige, der Gareth-Angriff. Und wie wir alle wissen, ist seine Seele bis auf ewig in die Niederhöllen gefahren und wird dort zerrissen. Das ist ein Kampf, den ich so nicht führen vermag. Aber ist unsere eigene Sicherheit zu riskieren nicht gleich viel weniger wert als die vielen, vielen Menschen, die tagtäglich in Tobrien ihre Seele verlieren? Die oben weit im Norden ihre Seele verlieren? Die in Oron und auf Maraskan leiden müssen? Sollen wir das alles weitergehen lassen, nur weil wir selbst vielleicht Angst haben, einen Schritt weiter nach vorne zu tun? Sollen wir uns wie die Heere des Reiches an die Tobimora setzen und darauf warten, dass vielleicht eines Tages die Heptarchen von alleine tot umfallen? Werde ich nicht mitverantworten. Gut gesprochen. Also gut. Jeder, der dort dient, darf nicht bezahlt werden. Er muss freiwillig, absolut freiwillig dort dienen. Das stelle ich als Bedingung. Er muss aufgeklärt werden, dass seine Seele in die Niederhöllen fährt. Auch das stelle ich als Bedingung. Und dann wird sich die Praios-Kirche euch nicht in den Weg stellen. Wenn ihr ein wenig mehr Sicherheit haben möchtet, möchte ich euch doch anbieten oder gleich sogar bitten, vielleicht einen Inquisitor samt Gefolge an Bord zu stationieren, über das Seelenheil aller wacht. Ein Inquisitor? Sehr wohl. Sie nickt und geht ab.